Ich stelle dir heute CLA Bass vor, ein Plugin aus der Signature-Serie von Chris Lord-Alge. Und ob dieses Plugin wirklich hält, was es verspricht, ob du damit einen Top-Bass-Sound für jede erdenkliche Produktion hinbekommen kannst, das sehen wir gleich, also bleib dran. Ich habe das Plugin hier schon mal aufgemacht und wie du sehen kannst, ist es sehr, sehr einfach aufgebaut, wie alle anderen Plugins aus seiner Serie auch. Du hast hier ein paar Regler, du hast hier zunächst mal den Input, dann hast du hier den Output und hier hast du verschiedene Möglichkeiten, die ich gleich im Genaueren durchgehe. Das heißt, wenn du einen Bass-Sound möchtest, mit diesem Plugin bearbeiten möchtest, dann lädst du es einfach direkt in den Kanal zu. Ich habe hier nur ein Gain-Plugin davor gemacht, weil der Bass ein bisschen mir zu leise war vom Eingangspegel. Und ich habe jetzt dieses Chris Lord Alge Bass Plugin hier direkt drunter gesetzt. Und jetzt versuche ich, einen Bass Sound hier zu zaubern für diesen Slap Bass hier zunächst mal. Also wir gehen hier in den Input. Den muss ich hier so einstellen, dass er zumindest grün ist. Dann ist es okay. Gelb ist noch besser. Das ist optimal. Und das kann ich dann hier wieder gegensteuern mit dem Output. Gehen wir aber jetzt zunächst mal die einzelnen Parameter durch. Bass ist klar. Hier kann ich zwischen verschiedenen Kompressor-Kolorationen, EQ-Kurven oder Bändern oder Einstellungen wählen. Was genau unter der Maske passiert, das weiß ich nicht. Das ist bei solchen Plugins immer so ein bisschen komisch. Also ich kann hier den EQ einmal über den Bass einstellen und einmal über den Treble, also über die Mitten und Höhen ist das wohl. Und ich kann hier verschiedene Equalizer-Kolorationen auswählen. Also ich habe hier Sub, das sind wahrscheinlich eher dann die tiefen Bässe, ganz tiefen Bässe, Subbässe, Lower und Upper, also Bässe in den höheren Bereichen, vielleicht bis um die 120 Hertz. Wie gesagt, man weiß es nicht. Dann haben wir hier praktisch Treble, die Mitten und die Höhen. Honk, Spank und Cut ist alles Englisch. Und wir haben dann hier den Kompressor. Auch hier habe ich drei Kolorationen, Push, Spank, Wall. Die werden wir gleich ausprobieren. Dann haben wir hier noch einen Sub-Bass, den können wir einfach nur ein- oder ausstellen und die Intensität erhöhen oder niedriger machen. Wir haben hier Distortion, können wir also das Signal ein bisschen verzerren, das ist bestimmt auch interessant. Und wir haben hier Pitch, wir können den Bass verstimmen, wir können ihn weitermachen, wir können ihn spreaden. Deswegen musst du, wenn du dieses Plugin hier verwenden willst, brauchst du einen Kanal, verwendest du es Dual Mono oder eben so wie ich es hier habe in Stereo. Das ist auch schon alles und ich probiere jetzt einfach mal meinen Slap-Bass hier einzustellen über das Plugin von Chris Lord-Alge. Ich verwende also nichts anderes, sondern nur dieses Plugin. Es ist zunächst nochmal aus und wir hören mal kurz rein. Klingt schon ganz gut, aber ich versuche jetzt einfach noch mehr rauszuholen. Ich lasse mal nur die Drums laufen und dann den Bass und ich versuche jetzt wirklich zum ersten Mal mit diesem Plugin einen coolen Bass-Sound zu zaubern. Irgendwie, ich weiß ja nicht genau, was passiert. Fangen wir an. Also sehr cool, war jetzt in sehr kurzer Zeit, ich kenne das Plugin nicht, in sehr kurzer Zeit schon recht überzeugend. Ich schalte nochmal aus und an jetzt nur die Drums und den Bass.
Also schon sehr geil. Es war jetzt ein bisschen am Anfang ein bisschen unfair, weil ich habe es auch lauter gemacht durch das Plugin. Ich habe es am Schluss jetzt versucht anzupassen. Bis hierher muss ich sagen, bei diesem Slap-Bass ganz, ganz schön überzeugend. Kann man das so sagen? Ganz schön überzeugend. Also ich habe jetzt sehr, sehr schnell, also ich habe hier bei dem Bass die höheren Bässe, wenn man das so in dem Jargon jetzt hier so sagen kann, angehoben. Bark heißt bellen. Die Höhen hier angehoben über eine Frequenzkurve, die ich auch nicht kenne, hat mir ganz gut gefallen. Es ist ein Slap-Bass, da können wir ein bisschen mehr anheben. Ich habe Spank genommen bei der Kompression. Schön aggressiv geworden. Sub-Bass habe ich irgendwie jetzt, hat mich jetzt nicht überzeugt. Also ich habe den Unterschied gehört, aber war jetzt für diese Funk-Zeug jetzt nichts. Ich habe ein bisschen Distortion, einen Distortion-Modus genommen, der ganz cool war. Und Pitch habe ich jetzt ausgelassen. Ich wollte es nicht in die Breite ziehen, wollte ich jetzt einfach so Monos lassen. Also zunächst mal hier bei diesem Slap-Bass-Funk. Funk-Produktion hat mich jetzt überzeugt. Wie lange habe ich jetzt rumgemacht? Eine Minute, anderthalb, vielleicht zwei. Relativ schnell ein relativ gutes Ergebnis, würde ich sagen. Aber wir belassen es mal nicht dabei, sondern wir gehen noch in eine, wir nehmen uns nochmal eine Rock-Produktion her, weil das wäre ja jetzt einfach, das nur an einem Beispiel zu machen. Das ist jetzt hier ein Rock-Song und hören wir mal rein erst. Bass klingt ganz gut, vielleicht ein bisschen dumpf, können wir auf jeden Fall bei den Höhen hier noch mehr rausholen, ein bisschen aggressiver machen. Probiere ich jetzt auch mal mit dem CLA Bass Plugin. Es ist ausgeschalten, wenn du es anschaltest, dann läuft immer Full Reset, das heißt schon die Grundeinstellungen von Chris Lord Alges oder Alges Signalkette, die laufen dann sofort mit, aber ich werde dann auch hier anfangen zu verstellen. Ich mache es erstmal nur mit den Drums zusammen, um ein bisschen reinzukommen. Wir jetzt nochmal an, nur Bass und Drums. Wenn wir den Unterschied jetzt hören, ich mache erstmal aus. Gleich im Refrain. Hier ist der Unterschied jetzt nicht so auffällig wie bei dieser Funk-Geschichte, aber so ein Funk-Bass kann man auch ein bisschen härter rannehmen. Also hier würde ich auch sagen, eine leichte Verbesserung. Ich habe es jetzt wirklich nur schnell gemacht. Was auffällt hier auch bei dieser Rock-Produktion, was mir auffällt zumindest gefühlt, ist, dass ich jetzt, der Unterschied ist wie gesagt jetzt nicht so groß, aber der Bass-Sound ist runder. Ich konnte über die Höhen und über die Kompression konnte ich ein bisschen mehr Wärme raus und ein bisschen mehr den Grundton rauskitzeln, vermute ich jetzt mal. Und man hat auch die Anschlagsgeräusche besser gehört. Das war dieser Cut
Modus hier. Cut bedeutet schneiden, also durchschneiden, durch den Mix schneiden, meint er wohl damit. Wall, was das jetzt auch immer heißen mag, an Kompression, das bedeutet Wand, also dass er gut nach vorne kommt. Den Sub-Bass, mit dem kann ich irgendwie jetzt im Moment noch nichts so anfangen, wie im letzten Beispiel auch. Distortion war mir zu heftig. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Distortion gehabt, aber dann, wenn ich das mehr gemacht habe, ist es mir gleich durch die Decke gegangen bei den anderen Modi hier. Und Pitch, den Bass hier in die Breite zu ziehen, ist eh was ich jetzt normalerweise nicht mache. Also ich finde, du kannst schon ganz gute Ergebnisse hier erzielen und wirklich, es geht tatsächlich ziemlich schnell. Allerdings ist es für mich immer so ein bisschen komisch, nicht zu wissen, was denn jetzt dieses Plugin eigentlich tatsächlich macht und was eigentlich tatsächlich passiert hinter der Maske. Wie ist das bei dir? Benutzt du solche Plugins, solche Preset-Schleuder, nenne ich es jetzt einfach mal? Macht das überhaupt Sinn, sich das Ding hier zu kaufen? Ich glaube, es kostet 40 Euro oder so. Oder hat man das jetzt letztendlich auch selber schnell eingestellt mit Kompressor, mit EQ, den man so kennt? Oder macht das Sinn, sich so ein Plugin von so einem Top-Mischer zu kaufen? Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Wenn du daran interessiert bist, schneller und effektiver zu mischen, dann empfehle ich dir mal ein PDF Speedmixing. Da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du schneller, wie du effektiver zum perfekten Mix kommst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video, nächste Woche. Bis dann!